Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Bevor der Mallorca-Part anfängt, wollte ich noch eine kleine Ankündigung machen. Wie die einen oder anderen schon wissen, findet am Dienstag, den 7.8. ein Berliner Meetup in Berlin statt. Und ihr seid alle herzlich eingeladen, ab 14.30 Uhr bis 17 Uhr ins Wunderhaus Berlin zu kommen. Dort trinken wir alle einen Kaffee, ihr könnt all eure Kinder mitbringen und wir haben eine wunderschöne Zeit zusammen. Können uns kennenlernen, quatschen, einige können Mama-Kochkursen vorbeischauen von 15 bis 16 Uhr. Und wenn ihr auch Bock habt, dann bringt eure Stuhllehne mit, denn eure Stuhllehne vom Trip-Trap. Diesen könnt ihr nämlich vor Ort kostenlos gravieren lassen. Und es gibt noch 20 Goodie-Bags, habe ich klar gemacht. Also first come, first serve. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dabei seid. Vielen Dank und viel Spaß bei diesem Video. Jetzt sind wir endlich angekommen hier. Und ich kann euch ja noch was dazu erzählen. Wir haben das ja mega spontan mal wieder gemacht, weil wir an unserem Hochzeitstag wegfliegen wollten. Und es gab halt auch nicht mehr so viele Hotels in der Altstadt, in der City-Nähe. Super stylisches Hotel. Die haben sogar Tablebooks. So, jetzt wollte ich noch mal ein bisschen zu Ende erzählen. Und zwar haben wir super Last Minute gebucht, ne? So wie immer irgendwie. Und wir haben uns überlegt, dass wir an unserem Hochzeitstag was unternehmen und eine Nacht mal wohin fahren. Und es gab gerade super günstige Flüge und deswegen haben wir das gemacht. Ja, und wir haben uns überlegt, dass wir heute unsere Zeit zu zweit hier genießen. Ohne Noah, der ist bei meinen Eltern. Und ja, wir werden einfach einen super schönen Nachmittag oder einen super schönen Tag hier verbringen. Wir haben eigentlich gar nichts vor oder geplant. Wir werden hier durch die Straßen schlendern. Es ist jetzt auch schön Mittagszeit und die Sonne genießen. Vielleicht wart ihr ja auch an eurem ersten Hochzeitstag mal irgendwo unterwegs. Dann schreibt es mal in die Kommentare. Ich weiß, dass viele auch was gemacht haben und wohin gegangen sind oder wohin geflogen sind für eine Nacht. Und ja, also ich denke mal, dass es auf jeden Fall sehr aufregend heute sein wird. Und heute Abend gehen wir dann nochmal schön essen. Und dieses Zimmer ist einfach so schön und dieser Pool. Oben gibt es auch noch eine Dachterrasse, wo wir einen Mini-Pool haben. Und morgen früh haben wir uns gesagt, dass wir da auf jeden Fall planschen wollen. Wir werden eh schon um 7 Uhr wach sein, also können wir auch um 8 Uhr oben planschen. Und ja. Das sieht auch super schön dort aus. Sehr, sehr klein gehalten. Und ich glaube, dieses Hotel hat auch nur 26 Zimmer. Super klein und gemütlich. 24. Ja. Wir machen jetzt mal eine kleine Roomtour. Unser Zimmer ist fertig. Wir haben ein bisschen drauf gewartet. Aber jetzt ist es fertig und sauber. Also kommt mal mit. Klein, aber fein. Und guckt mal hier, was uns hier hingelegt wurde. Lecker. Zu unserem Hochzeitstag. Ich glaube, ich muss jetzt mal eine davon nehmen, André. Lecker, Maus. Magst du doch. Badezimmer. Kleines, feines Badezimmer. Ein super süßes Waschbecken. Wenn man aus dem Fenster schaut. Ja, das ist draußen. Hier ist noch einmal das Bett. Hier ist so wenig los. Ich glaube, alle Leute schlafen noch oder machen gerade Mittagspause oder gehen in die Kirche. Oh, guck mal da. Wir wollen aber jetzt erstmal was essen gehen. Alle wollen hier ein Selfie machen.
Dadurch, dass wir ja um 6 Uhr aufgestanden sind, ne, zum Fliegen, bin ich erstaunlich fit. Normalerweise, also damals war das ja so, dass man super, super müde ist und immer Kaffee trinken muss oder was auch immer. Ich weiß nicht, ob es euch genauso geht, aber ich bin gestern schon um 10.30 Uhr schlafen gegangen und ich bin top fit. Also das Wetter macht mir gar nichts. Ich habe ja hier mein Wasser. Gleich gibt es Tapas zu essen und so kann der Tag auch starten. Nach einer super langen Shopping. Naja, hier, die Straßen sind ausgestorben. Guck mal bitte. Nichts los. Der Plan ist jetzt dieser. Wir gehen jetzt nach Hause, ruhen uns kurz aus und machen uns gleich fresh. Und dann möchte ich bitte an ein wassernahes Restaurant. Ein bisschen mehr Luft schnuppern. Oh wow! Was ist das? So, super schöne Straße. Das ist aber, wenn du dieses Haus siehst, ne, mit den grünen Dingern am Fenster, dann denke ich eher an Paris. Wo ist denn jetzt der Eingang? Da hinten. Hier lang. Hallöchen! Einmal kurz frisch gemacht und jetzt sind wir schon wieder draußen. Wir gehen in 20 Minuten in ein Restaurant und haben richtig Hunger. Also ich habe richtig Hunger. Und im Hintergrund seht ihr schon die Kathedrale von Palma Mallorca. Palma de Mallorca. Also ich sage mal so, ich trage nicht oft hohe Schuhe, weil es einfach nicht mehr passt und Sinn macht. Und Leute, diese Schuhe, die sind super schön und eigentlich auch sehr bequem, aber der Boden hier auf Palma de Mallorca ist recht uneben. Deswegen habe ich mir noch Ersatzschuhe in meine Ersatztasche eingepackt. Du kannst ruhig mal den Musiker filmen. Der ist richtig romantisch jetzt bei Sonnenuntergang. Seht ihr das kleine das große Kuscheltierchen da hinten? Noah wäre sofort hingerannt. Oder er hätte direkt angefangen zu heulen. Ich weiß nicht so genau. Wir gucken erst mal. Soll ich noch fragen? Ja. Mach mich mal auf Record. Ist ein. By the way. Thank you. Ich bin voll der Kroketten-Fan, ne? Schmeckt's denn? Ja. Macht jemand so Expressions? Man sieht es doch direkt, dass du das nicht magst. Ist halt irgendeine Creme da drin, weißt du? So eine. Ich weiß nicht, ob es eine Kartoffelcreme ist. Was ist das? Schmeckt die nicht? Oder wie? Geht. Hat jemand Geburtstag, hast du das? Ich habe nur einen Fisch, wie du siehst. Guten Appetit, Maus. Yo. Happy Anniversary. Oh, hier ist der ganze, hier ist der Knoblauch. Schönen guten Morgen. Nein, warte mal. Schönen guten Morgen. Wir sind heute auch schon wieder wach. Und wir hängen ein bisschen ab hier oben auf der Dachterrasse von unserem Pool. Hier gibt es nämlich eine schöne Dachterrasse mit
der Altstadt im Hintergrund oder über den Dächern von Mallorca. Und hier ist gerade keiner oben, deswegen tobe ich mich hier ein bisschen aus. Und da hinten ist auch schon der Pool. Der Mini-Pool. Wir waren gestern, wie ihr gesehen habt, noch was essen. Und danach haben wir auch nicht mehr viel gemacht. Wir waren so voll und so müde. Wir sind einfach noch durch die Stadt gelaufen. Und ich habe meine Horrorschuhe ausgezogen, meine Birkis. Gestern haben wir auch nicht mehr viel gemacht. Wir sind dann nur noch nach dem Essen todesmüde zu unserem Hotel zurück. Und dann sind wir irgendwann ins Bett gefallen. So müde. Und wir haben heute bis 8.30 Uhr gepennt. Oh ja, und wir fliegen heute um 14 Uhr wieder zurück. Ich glaube, wir chillen jetzt hier noch ein bisschen ab. Hier ist ja keiner oben. Deswegen werde ich hier noch ein bisschen filmen und Instagram-Stories und Fotos machen. Es ist zu schön hier und die Sonne knallt auch schon extrem. Ja, Resümee, super schöne Altstadt. Ich habe ein ganz anderes Bild gehabt von Mallorca. Also Mallorca ist natürlich riesig, ne? Palma ist halt eine schöne, super schöne Altstadt. Kann man mal machen. Ich glaube, mit Noah kann man das auch machen. Da wird er sehr viel Spaß dran haben. Ist natürlich so, dass die Kinder nicht so viel Auslauf haben. Ich habe jetzt hier nicht so viel Grün gesehen, aber das, ich meine, wir haben gestern auch nicht viel besichtigt. Es gibt bestimmt schöne Parkanlagen hier. Und vielleicht finde ich heute noch meine Basstaschen, die ich unbedingt kaufen möchte oder gesucht habe. Also, mal sehen. Bis später, würde ich sagen. Endlich wieder zu Hause bei meiner kleinen. Oh, was hast du denn da gemacht? Bei meiner kleinen Zuckermaus. Was machst du denn da? Autos. Autos bauen? Ja. Meine kleine Zuckermaus hatte einen super schönen Tag bei Oma und Opa. 2 Tage und eine Nacht. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wenn ja, vergesst bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und Leute, die Glocke aktivieren, damit ihr auch kein Video mehr verpasst. Weil ich habe ja öfter schon gesagt, dass einige die Videos nicht mehr sehen. Und wenn ihr die Glocke aktiviert, dann sollte es nicht so sein. Dann solltet ihr auch Benachrichtigungen bekommen, wenn das nächste Video online geht von uns allen.